Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76, dem Beta-Test immer noch. Ich bin jetzt hier und versuche in Sutton das nächste Tagebuch zu finden oder den nächsten Tagebucheintrag zu finden. Das sieht doch nach Raidern aus. In Fallout 4 würden jetzt hier überall Raider stehen und wir müssten gegen sie kämpfen. Gut, sowas Ähnliches hatten wir jetzt ja schon. Aber es ist dann irgendwie doch nicht das Gleiche. Ob jetzt die Gegner zum Beispiel sagen, oh, ich hab dich gleich, oder einfach nur, Gedanke, der mir jetzt während des Spiels gekommen ist, also ich glaube, im Multiplayer ist es echt schwierig, der Geschichte zu folgen. Man nimmt sich, glaube ich, nicht die Zeit, mal eben so viel Text durchzulesen. Und man wird sich sicherlich auch nicht die Zeit nehmen, mal eben die ganzen Hulubände anzuhören und zu schweigen. Und dann nimmt man nichts von der Story mit. Das heißt, dann fällt die Story wahrscheinlich auch flach. Und was bleibt, ist dann tatsächlich nur noch... Ballern, ballern, ballern. Und naja, so der beste Shooter ist Fallout nicht. Also ich muss sagen, so das mit den NPCs, das bewahrheitet sich. Das Skillsystem, weiß ich noch nicht. Dieses Paket hat man noch sehr selten bekommen. Die stören mich so ein bisschen. Das andere, so mit den Karten aussuchen, finde ich ganz nett. Die Pakete sind so... Die Welt haben sie wieder ganz nett gemacht. Aber so ganz ohne NPCs fehlt halt... Es fehlt halt wirklich das Leben. Das Leben kommt dann durch die anderen Spieler hinzu, das ist klar. Aber ich weiß nicht. Die Skepsis bleibt noch. Es macht schon einigermaßen Spaß, aber ich spiele es jetzt auch 4 Stunden am Stück und ich muss sagen, so langsam stellt sich doch schon die erste Ermüdung ein. Weil es halt nicht sehr abwechslungsreich ist. Okay, man kann jetzt sagen, okay, Fallout 4 hast du auch nichts anderes gemacht, als zu ballern und zu verschiedenen Orten zu laufen, ja. Aber da wurde es dann doch durch die Quests oder durch die Gespräche. Wenn man in eine neue Stadt kam, dann hat man erstmal ordentlich Gespräche durchgeführt. Und das fehlt. Die Abwechslung fehlt dadurch. Ich möchte gerne meine Impro-Pistole reparieren. Reparieren geht mit T. Nicht mit R wie reparieren, sondern mit T wie teparieren. Keine Ahnung. Zack. Natürlich. Und mal gucken, kann man die noch ein bisschen verbessern eventuell. Solider Verschluss kann ich nicht bauen. Das ist eigentlich ganz gut. Solider Griff haben wir schon. Wir haben schon ein schnelles Magazin drin. Wir haben hier schon Reflex und ein kleines Bajonett. Das ist ganz gut. Keine Mündungsbremse. Bringt, glaube ich, nichts. Bisschen mehr Reichweite. Ja, nee, wir lassen das mal so. Kampfmesser. Ich könnte natürlich meinen Revolver noch mal ein bisschen verbessern. Was habe ich eigentlich die Pistole noch mit? Die kann dann eigentlich auch mal verwertet werden. Genau. Herstellungsgegenstand freigeschaltet. Flinker Verschluss. Erforsche ich so Sachen? Kann ich aber nicht bauen, weil mir... Ja, warum? Weil ich Waffenschmied 1 dafür brauche. Okay. Moment. Muss mal eben ganz kurz gucken. So, hier könnte man natürlich jetzt auch noch Sachen herstellen. Ich möchte aber nochmal eben zur Modifikation bitte wechseln. Und zwar möchte ich jetzt ganz gerne wissen, ob dann da steht... Nein. Was mich jetzt ein bisschen vor Probleme stellt, ja, Waffenschmied Rang 1. Okay. Und zu welchem Attribut gehört das? Wissenschaft? Intelligenz? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Es steht da nicht. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich möchte das ganz schnell haben. Und deswegen gehe ich jetzt in einem Perkbaum diesen und diesen Weg. Ich weiß nicht, wann das kommt. Vielleicht kommt es auch zufällig. Ich kann jetzt also nicht beim nächsten Level-Up direkt so skillen, dass ich Waffenschmied 1 bekomme. Außer ich gehe dann nochmal wieder alle Sachen durch und dann gucke ich, okay.
Unter Umständen muss ich jetzt, kriege ich jetzt gleich die Karte oder ich kriege sie dann nicht, also gehe ich dann, weiß ich nicht, bei Glück kriege ich sie nicht, also gehe ich dann auf das nächste, okay, da kriege ich es nicht, dann gehe ich wieder aufs nächste. Das ist dann unübersichtlich. Also das Skillen ist unglaublich unübersichtlich. Schimmliges Essen lassen wir vielleicht mal stehen. Das ist vielleicht jetzt nicht so das Richtige für uns hier. Und da ist der nächste Eintrag. Hallo Mama, hallo Papa. Ich bin zu Hause. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich konnte mir nicht frei nehmen. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr hören werdet. Aber ihr fehlt mir. Es fehlt mir, wie Papa Aufsätze auf dem Wohnzimmertisch benotet hat. Mir fehlt, wie wir drei uns um das Radio gedrängt und Silver Shroud gehört haben. Papa, du hattest recht, was das Leben unter der Erde anging. 25 Jahre mit denselben Leuten eingesperrt zu sein, war eine Herausforderung. Aber wie sie zusammenkamen, geheiratet haben, Kinder kriegten. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Tja, da ich sowieso schon diese Reise in die Vergangenheit unternehme, wäre vielleicht ein Spaziergang zur alten Highschool angebracht. Finde den nächsten Tagebucheintrag in der Morgantown High School. So, und ich glaube, hier sieht man jetzt auch ganz gut, woraus die 50 Stunden umfassende Hauptquest handelt. Geh dahin, sammel einen Tagebucheintrag ein. Geh dahin, sammel einen Tagebucheintrag ein. Geh dahin, sammel einen Tagebucheintrag ein. Spannende Hauptquest, muss ich sagen. Muss ich sagen. Unglaublich spannend. Da war sogar die Hauptquest von Fallout 4 um Klassen besser. Muss man leider so sagen. Es ist schade. Es ist echt schade. Es ist schade, ja, es ist verdammt schade. Aber es hilft nichts. Und ich muss auch meine Meinung sagen. Wir sind schon wieder durstig. Ich glaube, ich muss auch mal Wasser sammeln gehen. Dringend. Mal so ein bisschen Wasser zapfen. Habe ich was zu trinken? Hier möchte ich wirklich noch haben Getränke und Essen. Ihr seht, ich habe jetzt schon so unglaublich viel Sachen. Es ist unglaublich unübersichtlich. Ja, wieder nur am Meckern der Alte hier. Geht doch gar nicht. Ja, irgendwie. Aha, Daytripper. Essen, Wasser und Essen. Das ist ganz gut, die Fleischkonserven. Die könnte man mal ja eben hier nehmen. Noch eine, dann bin ich da auch wieder. Was habe ich jetzt gegessen? Gummibonbons. So. Aber das ist doch so ein bisschen. Ein paar Kreditpunkte habe ich dann da leider doch. Und sie bewahrheiten sich zum Teil. Schade. Echt schade. Da müsste man vielleicht tatsächlich nochmal gucken, wie es im Multiplayer ist. Da kann man sich das Spiel vielleicht noch ein bisschen schön spielen. Da hat man einfach Spaß zusammen, einfach mal ein paar Sachen abzuknallen. Aber also wenn die Hauptquest jetzt wirklich nur daraus besteht, die ganzen Tonbänder zu suchen. So, kann ich irgendwo mal gefahrlos auf die Karte gucken? Ich möchte nämlich zum Wasser. Hier unten ist ein See. Hier unten ist ein See. Das ist doch eigentlich ganz gut. So, jetzt ist die Leuchtturm-Event vorbei. Jetzt geht hier wieder das Event weiter. Fruchtbare Erde, was wir ja auch schon gemacht haben. So, ich möchte gerne hier zum Wasser gehen. So, stellt euch mal vor, ich bin jetzt hier und denke mir, oh cool, hier ist ein Fluss. Ja, ich weiß, dass da kein Wasser drin ist. Ist auch frustrierend. Das ist auch frustrierend. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja auch irgendwo noch Wasserpumpen. Oder ich gehe einfach mal zu meinem Camp und gucke mal, ob ich mittlerweile eine Wasserpumpe bauen kann. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn.
So, schnell, Schnellreise, bevor wieder irgendwas kommt. Zum Camp, bitte. Feinde in der Nähe. Feinde in der Nähe. Feinde in der Nähe. Feinde in der Nähe. Ich frage mich, so Supermutanten gibt es dann wahrscheinlich auch nicht in dem Spiel. Jetzt geht's. Level 1. Was? Stimmt doch gar nicht. Ach, müsste ich ein neues Foto machen, oder wie? Hm. Dann ist das gar nicht so eine coole ID, die sich dann mit aktualisiert, sondern es ist einfach... Benutze mal den Fotomodus. So, eine Wasserpumpe. Was muss ich denn für eine Wasserpumpe machen? Kürzlich gelagert, ist nichts. Blaupausen. Ach so. Ich weiß gar nicht, was es mit den Blaupausen auf sich hat. Ich kann jetzt hier aber keine erstellen, scheinbar. Und Budget heißt wahrscheinlich, wie viel Zeug ich bauen kann. Aber ich denke mal, Blaupause ist, dass ich mir den Aufbau so speichern kann und dann wieder hinsetzen kann. Das könnte noch sein. Strom, Licht, Essen, Wasser. Ich kann eine Wasserpumpe bauen. Yeah! Wie war... Drehen? Ach ja, rechte Maustaste. Eine Wasserpumpe, eine echte Wasserpumpe. Juhu! Zack. Ich kann sogar zwei bauen. Ho. Nein, ich wollte das... Verdammt. Ich wollte das nicht. Schade, schade. Ich kann sie ja irgendwie verwerten. Irgendwie ging das. Geräte könnte ich jetzt sogar auch bauen. Ich könnte auch noch Betten bauen. Stühle. Regal, Tisch. Wie kann ich denn jetzt etwas verwerten? Schutz. Schütze und Fallen. Kann ich noch nicht machen. Herstellung. Ach genau, da müsste doch... Kann ich doch jetzt auch eigentlich eine... Die Sachen hier bauen. Da fehlen mir jetzt aber Schrauben für die Bastelwerkbank. Schrauben sind wichtig. Hm. Na, mit Z ging's zurück. So war das doch. Blaupausen. Wie funktioniert das mit den Blaupausen? Tab zur Modifikation wechseln. Ah, okay. Kann ich jetzt sagen, den hier bitte... Blaupause halten. Okay, Moment. Den möchte ich jetzt eben einmal... lagern, verwerten. Verwerten. Das war mein Fehler. Blaupause. Den. Ich muss E gedrückt halten. Jetzt Z. 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 So. Z. So, das ist jetzt mein Lager. Moment, den hat er aber nicht genommen. Ich muss übrigens das nicht gedrückt halten. Z. Kann ich nicht auswählen, okay. Und jetzt... R. Blaupause erstellen. Neu. Das ist mein Camp 1.0. Der Name ist ungültig. Aha. Camp 01. Jetzt stockt das Spiel, wie man vielleicht hört. Fallout 76 funktioniert nicht mehr. Bitte warten. Ernsthaft? Jetzt ist mir das Spiel abgestürzt, weil ich eine Blaupause erstellen wollte. Krass. Das Spiel soll... Heute ist der 3.
Na gut, jetzt ist es schon morgens. Der 4. In 10 Tagen kommt das Spiel raus und das Spiel crasht, wenn man eine Blaupause erstellt. Ja. So, und ihr seht, man hat 0 Auswahlmöglichkeiten für den Server, dem man beitreten möchte. Da einfach integrieren PvE, PvP. Gut, aber bisher, jetzt hat sich doch ganz gut verteilt am Ende mit den Leuten. Also ich habe jetzt lange keinen mehr gesehen. Ist dann auch wieder fraglich, ob das dann in einem Multiplayer-Spiel toll ist, wenn man sich freut. Ja, ich habe lange keinen mehr gesehen in einem Multiplayer-Spiel. Ja. Aber eigentlich freue ich mich doch. Sie benötigen bestimmte Gegenstände, aber ihr Camp ist zu weit weg. Sie können an jedem Bahnhof und jeder Red Rocket in Appalachia auf ihren Vorrat zugreifen. Das ist gut zu wissen. Also immer an Bahnhöfen, immer an den Red Rocket-Raststätten kann man auf seinen Vorrat zurückgreifen. Und heißt natürlich auch, wenn man jetzt zwischendurch meine Werkbank findet, dass man dort eben nicht auf seine eingelagerten Gegenstände zugreifen kann. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das einfach nochmal probiere. Wo ist mein Camp? Da ist mein Camp. Nochmal eine Blaupause erstelle. Ob das jetzt daran lag. So, Modifikation. Blaupause. Ach, jetzt hier halten. So. Z. 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 Ich probiere es noch einmal. Vielleicht stürzt er gleich wieder ab. Ich kann die Folge ja ein bisschen länger machen jetzt. Ist jetzt kurz nach 2:30. 25 Minuten darf ich noch. Gucken, ob wir das jetzt durchziehen. So, Blaupause erstellen. Neu. Okay, Camp 01 hat es zum Crash gebracht. Erster Versuch. Aha. So. Zu bauen wechseln. So, und wenn ich jetzt auf Blaupausen gehe. Und dann seht ihr, jetzt kann ich das Ganze, wie ich es gebaut habe, einfach hinstellen. Das ist natürlich jetzt für große Sachen gut. Allerdings, wenn ich das jetzt hier an einen Abhang bauen möchte, funktioniert nicht. Sieht scheiße aus, weil es in die Luft hängt. Und das ist das Problem. Wenn ihr also irgendwie einen Abhang habt und ihr baut euer Camp entsprechend schräg, passt es daran an, macht vielleicht ein cooles Haus, dann müsst ihr das mal umziehen, zack, passt nicht mehr, weil ihr vielleicht eine Gerade habt. Oder weil der Winkel anders ist, fliegt in der Luft oder ist im Boden versunken. Jawohl, im Boden versunken scheint nicht zu gehen, es fliegt dann in der Luft. Ich finde, das System hat Macken. Gut, man könnte dann einzelne Gebäude dann natürlich als Blaupause erstellen, das funktioniert schon. Kann man machen. Die Blaupausen sind auf jeden Fall ganz gut, dass man den Umzug nicht so ganz bereut. Das ist schon okay. Das ist okay. Also es ist jetzt nichts Dramatisches, finde ich. Man muss ja nicht das ganze Camp als Blaupause machen. Aber ja, einfach mal eben so das komplette Camp in eins umziehen, scheint dann halt nicht so zu funktionieren. So, sammeln. Sammeln. Ich brauche Wasser. Für Getränke und Suppen muss ich mal ein bisschen Wasser abkochen. Das hilft nichts. Alle Getränke, abgekochtes Wasser. Oh. Okay, einmal noch, weil jetzt ein schmutziges Wasser mit sich rumtragen ist irgendwie auch nicht so sonderlich super. Und dann kriegen wir gleich wieder ein Level ab. Das ist doch auch gut. Schon Level 6. Hoho. Wo ist es? Da ist es. So, ich glaube, ich sammle nochmal lieber 3. Also nochmal einmal und noch einmal. Dann herstellen. Alle Getränke, abgekochtes Wasser. Pam, pam. So, wir machen schön Melonensaft.
Butterbeerensaft. Teerbeerensaft. So. Vielleicht hätte ich auch einfach noch mal ein bisschen mehr pflanzen müssen. Ich brauche auch bald wieder Holz. Backende Blähfliege. Dann gehen wir jetzt mal von unten. Na gut, Maulwurfsrattenhappen. Davon kann ich jetzt viele herstellen. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Verlassen. Gut, Holz haben wir hier zum Glück in der Nähe. Also ich glaube, das Camp ist ganz gut aufgeschlagen. Der Standort ist gar nicht so verkehrt. Zack. Ich habe jetzt Holzreste. Melonen kann man einmal ernten. Sind Holzreste Holz? So, nochmal hier. Karottensuppe. Ja, ist Holz. Okay. Zack. Zack. Level up. Herausforderung abgeschlossen. Erreiche Stufe 6. So. Es gibt wohl auch noch schwierige Herausforderungen. Die bringen dann entsprechend mehr Punkte. So, und hier hatte ich da noch irgendwas. Genau, da brauche ich wieder abgekochtes Wasser für. Dann machen wir noch einmal abgekochtes Wasser. Und danach machen wir das Level up. Nein, nicht trinken. Ah, verdammt. Oh, ja, ja, das haut jetzt rein. Aber ich habe zum Glück Bleimagen. Dann haut es nicht ganz so stark rein, wenn man da aus Versehen E statt R drückt. Ich habe einmal zu viel gesammelt. Ja, gut, ist jetzt egal. So, zack. So, jetzt noch einmal hier sammeln, damit wir lieber aufbereitetes Wasser drin haben. Und vielleicht kann ich dann auch noch mal Stimpaks verdünnen. So. Da. Herstellen. Kann ich nichts machen, außer Schießpulver. Hier kann ich aufbereitetes Wasser herstellen durch ein schmutziges Wasser und einen Wasserfilter. Den muss ich aber auch erstmal irgendwo herkriegen. Den kann ich hier nicht herstellen. Hier kann man Dünger machen. Ach, durch verdorbenes Fleisch und Gemüse kann man Dünger herstellen. Okay. Dann Transfer. Gesamten Schrott lagern. Sehr gut. Das gibt's also noch. Stufenaufstieg. Ah, ich möchte mein Skill-Paket öffnen, bitte. Perk Card Pack! Eiserner Magen, Bleimagen. Ach, eiserner Magen ist was anderes als Bleimagen, okay. Wie genießt man Pizza nach dem Atomkrieg? Mit extra Käse, aber bitte ohne Atompilze. Ja. Was möchte ich denn lernen? Okay, ich kann mir hier meine Karten angucken. Wir haben hier zweimal noch für Stärke. Deine waffenlosen Angriffe verursachen nun plus 10% Schaden, brauche ich eigentlich nicht. Camps darunter auch Stimpaks wegen 30% weniger. Das auf jeden Fall einmal ausrüsten. So, Einbrecher ist Perception, Bleimagen. Dann ist 30% habe ich doch schon. Jetzt könnte ich also hier drauf gehen und den Rang erhöhen. Nimmst 60% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Annehmen. Kostet jetzt 2. Das heißt, ich kann jetzt hier den eisernen Magen nicht nehmen. Die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, ist um 30% verringert. Ey. So, was haben wir noch? Wir haben Red Away entfernt 30% mehr Strahlung. Das ist gut, das ist Intelligenz. Den hätte ich eigentlich ganz gern. Dann könnte ich mir jetzt hier sagen, okay, Hacker kann ich rausnehmen, brauche ich ja gerade nicht. Apotheker rein. Da kann ich mir also jetzt den verkneifen und ich mache einfach den dann, ich könnte natürlich auch den Apotheker erst reinmachen, wenn ich einen Red Away nehme. Charisma und Agilität habe ich noch keine einzige Karte, könnte ich natürlich jetzt durch einen Aufstieg kriegen. Oder ich hau nochmal einen in Glück. Oder nochmal einen in Ausdauer. Für Glück könnte ich natürlich noch auf eine Karte fürs Card aus dem Paket warten. Vielleicht gehe ich tatsächlich nochmal auf Ausdauer. Physische Fitness, Gesundheit, Widerstand gegen Krankheiten ist eigentlich ganz gut. Und man könnte sich jetzt hier aussuchen, Dromeda, alle Getränke, achso, das sind dann wahrscheinlich alle, die man sich so freischalten kann.
Alle Getränke löschen zusätzlich 25% mehr Durst. Das ist natürlich cool. Die haben wir schon. Langsamer Metabolisierer. Alle Nahrungsmittel stillen Hunger 25% besser. Beim Trinken von Flüssigkeit besteht eine 30% geringere Chance, krank zu werden. Ja, es ist schön, dass es neu ist. Ich glaube, das Dromedar ist ganz gut. Annehmen. So, natürlich könnte man auch dann hier wieder Punkte sparen, indem man dann das auch wieder nur dann nimmt, wenn man es nicht gerade braucht. Zack. So, was mache ich jetzt mit Karten, die ich nicht brauche? Ich kann sie eigentlich nur an die teilen. Du brauchst mindestens 3 Charisma-Punkte für jeden Skillpunkt und jetzt zu teilen eine Karte. Okay, dann würde ich es in meiner Gruppe teilen. Ansonsten liegt die da jetzt rum. Ich kann sie jetzt nicht in irgendwie verwerten oder so. Die bleibt da jetzt drin, wenn ich das System richtig verstanden habe. Dann möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar die Herausforderung. Die Herausforderung sieht man, was hier die Herausforderungen sind. Es gibt tägliche Herausforderungen. Sammle 200 Kronkorken, sammle ein Magazin, erreiche eine höhere Stufe, stelle ein verdünntes Stimpack her und zerstöre Roboter. Das ist jeden Tag. Dann gibt es wöchentliche Sachen. Schieß ein Foto auf Friedhöfen. Schieße Fotos auf Friedhöfen. Süßes oder Saures. Also man sieht, okay, Halloween ist hier gerade das Thema. Ernte 50 Kürbisse. Schließe Events ab, während du eine Maske und ein Kostüm trägst. Ja, super. Töte Verbrannte in Top of the World. 25 Stück. Töte wilde Ghule mit einfachen Waffen. Muss man diese 3 Sachen machen. Die geben ein bisschen mehr Punkte. So soll man, das bringt dann auch nochmal ein bisschen Abwechslung. Sind halt letztlich auch die gleichen Mechaniken. Dann für den Charakter. Reiche Stufe 8 ist dann das nächste. Da gibt es dann 8. Da sieht man, wann es die Kartenpakete gibt. Mit 4, mit 6, mit 8. Also alle 2 Stufen scheint es also Kartenpakete zu geben. Erkunde Appalachia 24 Stunden lang. Gut, ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme. Ich glaube, so viel Beta gibt es ja auch nicht mehr. Verwerte Schrott, um Ressourcen herzustellen. Sammle aufbereitetes Wasser und so weiter und so fort. Also das müssen einfach Fleißaufgaben hier. Kampf, entsprechende Sachen, meine Güte. Wahnsinn. Auch hier gibt es dann entsprechend zum Teil mehr, wenn man zum Beispiel 76 menschenähnliche Kreaturen hat. Den gesuchten Spieler hätte ich mal töten sollen. Schließe ein Event, während du in einer Gruppe bist. Das ist also Social, schließ dich in einer Gruppe an. Schieße Fotos in der Waldregion. Okay. Belebe einen Verbündeten wieder. Scheint also auch zu funktionieren. Und hier in der Welt entdeckte Sachen und so weiter und so fort. Quests abschließen. Ja. Ne, damit kann man diese Items verdienen. Wie man sieht, sind es auch relativ viele, die man da so zusammensammeln kann. Es gibt ja auch tägliche und wöchentliche. Also die Echtgeldaktion muss man wahrscheinlich nicht machen. Nehme ich an. Oh, hier oben ist Event Speisung der Hungrigen. Jetzt, wo ich natürlich gerade wieder runtergereist bin. Super. Ganz toll. So, markieren Ort. Möchte ich bitte entfernen. Dankeschön. Und hier unten ist dann mehr so Level 8, Level 10, 14. Okay. Ja, und die Quests, die würden uns jetzt hier wieder nach oben führen, nach Morgentown. Das heißt, jetzt müsste man hier diesen ganzen Weg wieder hier langlaufen, denn ich kann mich nicht noch schnell reisen dahin. Geht nicht. Okay, halbe Stunde ist vorbei. Ich mache jetzt einfach noch, bis ich rausgeschmissen werde, glaube ich. Gehen wir jetzt hier einfach links lang, folgen dem Weg, folgen der Straße nach Norden. Und freuen uns dann entsprechend. Okay. Ich kann auch das Event einfach nochmal machen. Automatische Warnung an alle Bestander. Mr. Hartman ist aus der Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Töte die Mr. Formhand Aufseher. Ja, wir hatten das aber eigentlich schon mal, das Event. Und jetzt nehmen wir offiziell, glaube ich, dran teil. So einen hatte ich letztes Mal gar nicht. Au. Du Wehmann. Ihr
ist doch nicht wahr. Ich sollte mich zur Firma begeben, wurde aber noch nicht zurückgerufen. Oh also, nee. So, tötet die Mr. Farmant auf sehr. Ich glaube, ich bin auch vielleicht der Einzige, der jetzt hier noch ist. Nee, eigentlich nicht, oder? Okay, der haut jetzt die Brahmins kaputt, der Ghoul. Soll er mal machen. Ach, jetzt ist er nicht abgesehen. Gibt's doch nicht. Schwierig. Nehmen Sie einfach mal mit. Was soll's? Was soll's? Ist das ein Supermutant? Acht geben? Graham kann bis 10 zählen. Das Graham kann machen. Okay. So, Mr. Ferdinand, Sie müssen leider dran glauben. Ich habe nur noch 11 Schuss. Verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Jetzt muss ich wechseln. So, und jetzt rächt sich das hier, glaube ich, gleich. Darf er nicht so lange warten. Oh, ich hab doch. Eieieiei. So. Ich muss mich mal eben heilen. Hilfsmittel. Stimpack verdünnt. Zack. Eieiei. Ja, mit denen kann man das ein bisschen besser aushalten, finde ich. Einer müsste jetzt hier noch rumlaufen, rein theoretisch. Ich habe erst zwei Mr. Ferdinand Aufseher getötet. Keine Ahnung. Eigentlich möchte ich auch gerne nach Norden gehen. Danach muss man wieder da runterlaufen und so. Vielleicht möchte ja noch jemand das Event beenden und wenn nicht, ist auch okay. Jetzt hier nochmal das gleiche Event zu machen, ist jetzt auch nicht so spannend, glaube ich. Aber immerhin sehen wir jetzt den Timer, wie lange jetzt die Folge noch geht. Wahrscheinlich. Wasser. Frisches Wasser, nur leider verseucht. So. Ja gut, aber wenn das eh gleich vorbei ist, jetzt meine erste Aufnahmesession mit 4 Stunden ist vorbei in der Beta von Fallout 76. Ich glaube, so meine Punkte habe ich in den ganzen Folgen genannt, die sich so ergeben haben. Im Guten wie im Schlechten. Also aktuell ist es, muss ich sagen, nach 4 Stunden ist es kein Spiel. Du gehst, erhältst du keine Belohnung. Ja, das ist schade. Aber dann kriege ich wohl keine Belohnung. Meine Rüstung ist im Eimer. Kann das sein? Ja, das Brustteil ist ziemlich kaputt. Was wollte ich sagen? Kein Spiel, wo ich sagen muss, oh, da musste ich jetzt aber unbedingt 60 Euro für ausgeben, direkt zum Release. Das sind Schaufensterpuppen, die sie hier hingestellt haben. Was ist das da für ein... Letzte Worte. An jeden, der das hier liest. Meine Gruppe wurde unterwegs von einer verbrannten Horde angegriffen. Das war in der Nähe von Hunter's Ridge. Ich konnte entkommen, aber meine Freunde wurden alle in Fetzen gerissen. Ich schäme mich so sehr. Erst hatte ich... kurzläufig eine 44er Pistole. Aber da habe ich ja auch meinen Revolver. Den habe ich selber hergestellt. Da habe ich eine sehr besondere Beziehung zu. Jawohl. Achtung. Frowning Rocks. Nimm Rache an, verbrannt. Ah, okay, das ist ein neue Quest. Töte Verbrannte, ja.
Ist klar. Okay, Responder Protektron. Ja, die nächste Beta findet ja dann auch morgen direkt statt. Ich denke mal, da werde ich dann auch weitermachen. Und auch weiter aufnehmen. Das heißt, es gibt jetzt noch kein abschließendes Fazit. Halt dieses Zwischenfazit, was ich jetzt gesagt hatte oder was ich auch immer so angesprochen habe. Mal gucken. Wie gesagt, ich denke mal, Multiplayer kann man ein bisschen Spaß haben, Leute abzuknallen. Aber auch da ist... Ich sehe die lange Zeitmotivation nicht in diesem Spiel. Ich sehe sie einfach nicht. Ich sehe sie nicht. Das ist mein Problem. Denn auch das wird mit der Zeit, glaube ich, im Multiplayer langweilig. Viele Möglichkeiten beim Questbau hat man auch nicht. Ich bin da? Wie bin ich denn da hingekommen? Ich wollte doch eigentlich nach da. Jetzt habe ich mich auch noch völlig verlaufen. Na gut, dann gehe ich mal auf den Aufsichtsturm. Völlig verlaufen habe ich mich auch noch. Ah ja, der Flatwoods-Ausguck. Immerhin das. Ich wollte zwar nicht Richtung Quest gehen, aber ich habe keine Haarnadeln. Keine Haarklammern. Also irgendwie wird einem sonst immer bei Fallout hinterhergeschmissen. Hier nicht. Ja, gut. In der Gruppe spezialisieren, so ein bisschen geht's halt. Aber mit den Perks halt auch nicht. Ich glaube, man kann sie auch nicht. Kann man, ich weiß gar nicht. Kann man die Karten weitergeben in der Gruppe? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist, dass ich die ganzen Drogen hier oder das ganze Alkohol mitnehme. Ob sich das so lohnt oder ob das gerade nur eher das Inventar vollstopft. Denn Essen und Trinken scheint es nicht zu beeinflussen. Level 9. Ich glaube, hier sollte ich eigentlich eher nicht sein. Ja, das ist der Nachteil, wenn die Gegner nicht mitskalieren, wie es bei Fallout sonst der Fall ist. Dann kann man schon mal in Gebiete kommen, in die man nicht gehen sollte. Ist ja auch nicht verwerflich. Ist es nicht verwerflich? Ich bin ja selbst schuld, wenn ich verlaufe. Muss man ja auch mal so sagen. Kann ich mich hier runterbacken? Man kann sich doch im Bethesda spielen, kommt man doch eigentlich dann immer so ganz langsam runter. Ja, es geht. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Was? Ich bin noch ganz normal. Dann kann ich hier die Straße wieder runtergehen. Auch gut. Hier nochmal eine Schlammbohne mitnehmen. Zack. Schlammbohne hinzugefügt. Und dann geht's hier einmal runter. Ist eh gleich Schluss. Wird lustig. Bestimmt kaum noch einer hier drauf auf dem Server, oder? Ah, doch. Die sind alle da oben hier. Die spielen wahrscheinlich zusammen. Fremde Camps scheine ich nicht auf der Karte sehen zu können. Die also, auf die zu stoßen, ist, glaube ich, dann auch eher schwierig. Zufällig auf fremde Camps, die zu finden. Sagen so, nach 4 Stunden Dauerlabern ist es schon, geht es schon ziemlich auf die Stimme. Und morgen ist auch noch Stream und danach geht es dann erst richtig los. Eine Rathirschkuh, das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, die auch einmal zu erlegen. Wehrt die sich? Ich habe eine 95% Chance gehabt. Die hat nicht getroffen. Machen Sie die jetzt für mich fertig? Nein. Auch für die Roboter konnten sie ganz cool, ganz easy die Stimmen und die Dialogzeilen wahrscheinlich übernehmen. Und ich glaube, so richtig grafisch aufgehübscht, vielleicht haben sie ein bisschen hoch aufgelöste Texturen genommen und das Licht ist ein bisschen schicker. Und die Beleuchtung ist halt anders. Fallout 4 war sehr grau, hier ist es eher bunt.
Oh, da ist nochmal so eine... so eine Kiste. Dann nehmen wir doch die noch mit. Und dann ist auch gut. Für heute. Also ich glaube, grafisch hat sich da nicht viel getan. Aber ich muss sagen, für ein MMO sieht es dann doch ganz gut aus. Das muss man ja sagen. Patrone, Stimpak super. Server wird zur Wartung abgeschaltet, ja. Medics. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Eine erhitzte Mistgabel brauche ich nicht. Die kann man verkaufen oder zerlegen. Gut, und da die Abschaltung jetzt ja bevorsteht, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, werde natürlich morgen wieder in die Beta reinschauen. Oh, eine Papiertüte, da sind auch noch Sachen drin. Laserpistole, aber... obwohl, die kann man reparieren. Die kann man reparieren. ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde dann natürlich in der nächsten Beta-Phase auch wieder aufnehmen. Da aber nicht die ganze Zeit, die geht ja irgendwie, weiß ich nicht, von 19 bis 2, von 19 Uhr bis 2 Uhr morgens. Ich werde vorher noch streamen und dann wahrscheinlich so ab 22 Uhr dann auch wieder aufnehmen. Also nochmal so 4 Stunden. Und dann zu einem Fazit kommen. Vermutlich. Es sei denn, es wird noch eine Beta-Phase noch reingetan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann wirklich. Obwohl, da oben ist auch noch was. Da oben ist auch noch was. Da oben ist auch noch was. Das suche ich. Überlebensgeschichte. Willie May. Nudelschale. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo? Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat an Bramco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ah, der hier. Und auch ich suche jetzt meinen Knopf zum Ausschalten. Bis zum nächsten Mal.